Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 2. Letzte Folge sind wir hier am Kloster stehen geblieben und da machen wir jetzt direkt weiter. Und hier sehen wir doch schon wieder einen alten Bekannten. Wir haben fast 5000 Gold, wir können ein bisschen was verkaufen. Wir haben ja Wagfälle gesammelt letztes Mal, hier 6 Stück. Und wir haben auch noch Lederbeutel, 200 und 300, ja. Und hier ein bisschen was Wertvolles. Wir schauen mal, dass wir auf die 10.000 kommen und uns die beiden Bücher kaufen können. Milton, mein Freund! So, hier. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Ja, alles klar. Wo sind die anderen? Diego, weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garund ganz gut verkraftet. Der ist ja bei Onas Hof, genau. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ja, Diego ist in der Stadt. Okay. Ja, diese vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich hab doch was dabei dafür. Es ist wichtig. Es geht nicht. Pyrokar reißt mir den Kopf ab. Ja und? Ich muss dringend... Ja, hier. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Yeah. Pyrokar ist in der Kirche. Ende. Und wir betreten zum ersten Mal das Kloster. Servus. So, jetzt rede ich erstmal mit dir, Parlan. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Parlan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Ja, ja, klar. Klar. Das will ich hoffen. Einige Probleme. Ende. Sich von selbst. Wo finde ich? Ja, ja. Ich werde mich da nicht anschauen. Ende. Wir reden hier außen jetzt erstmal mit allen. Was ist mit dir, Opolos? Das habe ich früher auch immer gesagt. Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Jo. Erzähl mir lieber, okay, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Möglich ist alles. Erzähl ich's dir jetzt, oder? Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Ja. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Ja, ja, ganz bestimmt. Im Minental gibt es Drachen. Oh, sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Nee, nee. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Haha. Das wird sich zeigen. Das sind richtig. Ende. So, mit dem ersten haben wir geredet. Wer seid ihr beiden? Igaratz. Was kann ich für dich tun? Du kannst... Ja. Hast du was Interessantes für mich? Können wir mal fragen? Nein. Sicher? Hallo? Ende. Okay. Noch ein Novize. Noch ein Novize. Reden wir erstmal mit den ganzen Novizen. Einige Probleme erledigen. Ja, Unkraut nehme ich jetzt nicht. Argon. Nee, ich glaube hier erstmal nichts. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Jawohl. Wie geht's denn so? Du bist nur Gast hier im Kloster Innos. Also ja. Solltest du dich entsprechend benehmen und mich nicht bei der Arbeit stören. Guten Tag. Guten Tag. Ende. Was bist du für einer? Dyrian! Hey, du. Grüß dich. Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Ja, bitte, bitte.
Dann haben wir hier den guten Babbo. Was machst du hier? Ich darf nicht mit dir reden. Man sieht nicht gern, wenn wir uns mit Fremden unterhalten. Oh, ist ja gut. Das klingt aber nicht sehr glücklich. Naja, ich meine, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Anscheinend ja nicht. Ach, ich will mich nicht beschweren. Man erzählt sich ja so einiges. Mir kannst du es ruhig erzählen. Und du sagst den Magiern wirklich nichts? Sehe ich so aus. Nö. Also gut. Ich habe ein Problem mit einem der Novizen. Er hat mich in der Hand. Jetzt komm schon raus mit der Sprache. Ja. Igaratz, das ist der Novize, hat einige von meinen privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie den Magiern gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Daran wird sich nie etwas ändern. Und wo sind die? Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du tun? Das kommt natürlich ganz drauf an. Genau, was ich bekomme. Ich würde dich natürlich auch dafür bezahlen. Jawohl. Wie viel? Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber ich könnte dir eine Spruchrolle geben. Ich habe einen Heilzauber. Hast du was anderes auch noch? Ja, nee, ich anscheinend nicht. Ehrlich? Es muss einfach gelingen, es muss. Also, du musst eigentlich nur rausfinden, wo Igaratz die Sachen aufbewahrt. Dann klaust du sie ihm und alles ist in bester Ordnung. Ganz ruhig, du machst erstmal weiter, um den Rest kümmere ich mich. Richtig. Brauchst du das halt mal noch? Aufgabe? Es geht schon, aber ich muss jetzt weitermachen, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich will nicht schon wieder bis tief in die Nacht arbeiten, damit ich meinen Soll erfülle und keinen Ärger bekomme. Ja, dann musst du schneller arbeiten, Junge. So, Igaratz, der war ja da hinten. Das hätte er auch selbst wissen können. So, Novize, Igaratz. Ja. Wir müssen uns mal über Babbo unterhalten. Ja, was ist denn los? Du hast etwas, was Babbo gehört. Was soll das sein? Ein paar Papiere. Und Babbo hätte sie gern zurück. So, hätte er das. Das kann ich mir denken. Leider würde ich sie gerne behalten, was uns... Ja, komm mal unter vier Augen mit. Bringt. Was sollte Babbo für dich tun? Wenn ich gewusst hätte, dass sich der Kleine wegen ein paar Sumpfkrautpflanzen gleich in die Hose macht, hätte ich dafür gesorgt, dass jemand anderer den Klostergarten pflegt. Hä? Er soll Sumpfkraut anpflanzen? Natürlich. Seitdem kein Zeugs mehr aus der Barriere kommt, ist der Preis in der Stadt... Naja, nur Intrigen hier im Kloster. Es wäre für alle Beteiligten ein gutes Geschäft gewesen. Aber Babbo wollte nicht mitspielen. Okay. Wo hast du die Papiere? Nun, ich habe sie natürlich nicht bei mir. Ich fürchte, ich kann dir da nicht weiter. Die bekomme ich schon noch. Wo sind sie? Ich habe sie sicher eingeschlossen. Und den Schlüssel wirst du nicht von mir bekommen. Ich hol mir den. Ja, wie viel willst du? Wie viel willst du für die Papiere haben? Eigentlich sind sie fast nicht zu bezahlen. Sowas bekommt man hier echt selten zu Gesicht. Aber ich habe keine Lust, wegen so ein paar Goldstücken meine Zukunft aufs Spiel zu setzen. 300 Goldstücke. Boah. Und du kannst mit den Papieren machen, was du willst. 300. Oder ich könnte den Schlüssel stehlen. Aber dann habe ich ein Problem. Ich will die Papiere kaufen. Pass auf, ich kann hier jetzt nicht weg. Ich gebe dir den Schlüssel zu meiner Truhe. Da ist sowieso nichts anderes drin. Okay, Ende. Seine Truhe ist, glaube ich, hier. Ich speichere mal, bevor ich da jetzt einfach reingehe. Igaratz Truhe, genau. Was suchst du hier? Geh! Fingerlektar! Wow! Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Er hat mir doch den Schlüssel gegeben! Er hat mir jetzt aber nichts geklaut, also ist es gar nicht so schlimm. Er hat mir doch den Schlüssel extra dafür gegeben, Mensch. Ja, komm, steh auf. Ich hätte das nicht gedacht. Habe ich jetzt noch meine Waffe? Ja. Mein Gold habe ich auch noch. Okay. Ja, dass du wegkommst. Ja. Das habe ich früher auch. Jetzt muss ich bestimmt was zahlen. Diebstahl. Oh, Verfehlungen müsst, du wirst eine Entsprechung. Ja, wie viel? 50 hier. Ich will die. Ich nehme deine. Ja, bla bla bla. Oh Mann. Dyrian. Alter, wo ist er denn jetzt hin? Hallo?
ist er denn jetzt hin? Alter, will der mich verarschen? Argon und Novize. Hallo, Babo. Kluges Kerlchen. Jaja. Bin doch schon raus. Kluges Kerlchen. Jaha. Novize, Novize. Gorax, red mal mit dir. Behilflich sein? Ja, kannst du. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Okay, da kann ich handeln. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Mach mal doch mal gleich. Ich brauche... So, was hat er denn? Eisblock wäre vielleicht ganz cool. Ja, da hat er nichts mehr. Nee. Aber ich kann ein bisschen was verkaufen. Ja, den Jagdbogen muss ich auch wieder anlegen. Elixier der Geschicklichkeit. Oh. Ja, den könnte ich eigentlich mal nehmen, weil... Pass. Nee. Das verkaufe ich nicht. Hier verkaufe ich auch nichts. Mal schauen, was ich hier noch habe. Großer Feuerball. Nehme ich eh nie. Kleiner Feuersturm auch nicht. Feuerball auch nicht. Leichte Wunden heilen kann weg. Großer Feuersturm kann auch weg. Schlaf behalte ich. Brauchen wir jetzt dann tatsächlich bald. Goldener Kelch kann weg. Blutkelch kann weg. Minecrawler-Zangen. Ja, sowas behalte ich eigentlich immer mal. Weil ich weiß nicht, ob ich das mal brauche oder nicht. Okay. Dann haben wir Ende. Steht hier irgendwo ein Bett. So, dann gehen wir mal nach unten. Darf ich hier rein? Ja, darf ich. Anscheinend darf ich hier rein. Sehr schön. Novize. Hier ist nämlich noch ein Magier. Neoras. Hey, du. Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Nö. Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Oh. Also, wie was nachtragend. Ach, oh, das hast du bereits. Kann ich bei dir lernen? Ich gebe mein Wissen nur an Angehörige unserer Kirche weiter. Alles klar. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Alles klar. Ist ja kein Problem. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Ja, ist in Ordnung. Braue mir. Trank der Geschwindigkeit. Okay. Alles klar. Ende. Haben wir das auch. Flupp. Was haben wir hier vorne noch? Ich glaube, hier darf ich nicht rein. Darf ich hier durch? Talamon, es ist dir oder? Nicht gestattet, Talamon, weiterzugehen. Genau. Kehr um. Alles klar, ich kehre um. Und hier ist der heilige Hammer. Das schafft die Achso, ja. Hier, den heiligen Hammer soll ich ihm bringen. Garvik. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innoskirche außerhalb der Reichshauptstadt. Alles klar. Ja, hören wir uns mal an. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Okay, und der Hammer? Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Ja, ist ja gut. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. Ah, in den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Ja, ist ja gut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Der kriegt sich ja gar nicht mehr ein. Ende.
Und jetzt brauche ich nämlich die Schlafspruchrolle, weil der steht da immer Wache. Den Bogen muss ich auch wieder anlegen. So, auf der 7, das speichere ich aber vorher mal. So, jetzt schläft er. Und wir haben den Heiligen Hammer. Das war auch das Ziel für mich erstmal. Oh, Entschuldigung, Kaffee stößt auf. So, was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Schatzkammer, aber da haben wir ja den Schlüssel nicht. Dann geht's wieder nach oben. Wir müssen Babu suchen. Und vielleicht uns mal hinlegen. Ah, da ist er ja wieder. Babu! Hier. Ich habe deine Dokumente. Wirklich? Danke. Du hast mich gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ja, beruhige dich wieder. Sind es auch wirklich meine? Bist du dir sicher? Zeig her. Also, die Dokumente, das ist so, da ist eine nackte Frau drauf, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen, weil dann würde das Video gesperrt werden. Ja, gebe ich sie ihm oder nicht? Soll ich ihn zappeln lassen? Nee, komm. Hier sind sie. Der hat bestimmt Druck. Ja, sie sind vollständig. Hast du sie angeguckt? Tut das was zur Sache? Nein. Hauptsache, ich habe sie wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Hey, meine Belohnung. Das hätte er doch besser wissen müssen. Okay, mittlere Wunden heilen. Naja. Ja, ich komme, glaube ich, nicht an die 10.000 Gold. Da müssten wir echt so eine Farmfolge mal machen. So, was haben wir hier jetzt alles? Nichts. Haben wir noch einen Novizen. Serpentes! Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Nein? Was ist mit dir? Ulta? Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Ich glaub, das sind die Dialoge, wenn man Feuermagier geworden wäre. Pyroka! Oh ja, kannst du mich heilen? Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. Alter. 300 Goldmünzen. Ja, komm, gut. Hier. Hier, trink das. Wie viel? 2 Stück, okay. Ja. Ich komme aus dem Fang alten Nienthal. Fang ich erst mal so an. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mach ich. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen? Bist für 300 Goldmünzen. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Mach hier, ich. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Alles klar. Ja. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Ja, wie denn das? Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Ja. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren
und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Ja, okay. Wohin? Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Mach ich. Ende. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Ja, war ich eh noch nicht dran. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Alles klar. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Alles klar. Du hast bestimmt auch noch was. Nicht so schnell. Ja. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Was denn? Ein käuflicher Söldner deines Schlages könnte uns in dieser Angelegenheit von Nutzen sein. Was soll ich tun? Wen soll ich töten? Um Inos Willen, natürlich niemanden. Die Sache verlangt schon ein wenig mehr Feingefühl, du grober Klotz. Hey. Salandril, der Alchemist des oberen Viertels der Stadt, hat sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden. Doch er weigert sich, ins Kloster zu kommen, um sich verurteilen zu lassen. Bring ihn hierher. Mach ich. Wie du das anstellst, ist uns gleich. Du sollst natürlich auch dafür belohnt werden. Ja. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Gut. Wir erwarten von dir in ein paar Tagen zu hören. Alles klar. So. Und damit ist diese Folge... Oh, schöner Grafikpack. Ist diese Folge auch zu Ende. Es trifft sich gut, das obere Viertel, weil ich da ja eh hin wollte. Ja, dann würde ich erstmal das machen. So, Milton, hast du jetzt noch irgendwas zu sagen? Wo Pedro weißt hin du, ist, wo Pedro kann ich ist? Mal fragen? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Ja. Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst Alles uns helfen. Klar. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Mach ich. Ende. So. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Gothic 2. Bis dahin, macht's gut und Servus!